Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge hier von Rise of Industry am Samstag bei uns auf MicroHazard TV. Ich bin der Eiswegen und begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück und freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ja größtenteils hauptsächlich erstmal das Erzlager erweitert, also die Erzindustrie hier erweitert, damit wir hier, also Kupfererz um genauer zu sein, damit wir mehr Kupfererz abbauen können, bekommen, wie auch immer. Wir werden hier die Straßen ein bisschen upgraden, dass wir hier ein bisschen schneller fahren können, zumindest auf den Lieferstraßen, die dann von den Minen, sage ich mal, direkt zum Bahnhof führen, dass es da ein bisschen zügiger vorangeht. Gut, aber ansonsten läuft es ja. Soweit. Ach, ich sehe gerade, die eine ist gar nicht angeschlossen. Ha! Ist natürlich clever, wenn man die natürlich gar nicht anschließt. So, gut. Jetzt ist sie auch angeschlossen. Angeschlossen. Ja, sind alle dran, wie es aussieht. Gut. Juti. So. Ja, hier drüben haben wir unsere Industrie jetzt schon auf der anderen Seite. Auf hier Little Manhattan, so nach dem Motto. Unsere Industrie angefangen an der Grenze zu Rockenhausen, wo wir noch keine Baugenehmigung haben für. Anfangs sind wir hier hart an der Grenze unterwegs. Und, ja, aber es läuft auf jeden Fall. Wir kommen hier voran. Wir werden hier vielleicht auch mal einen Platz lassen, dass man hier vielleicht mal ein Wassersiphon dazwischen setzen kann. Falls wir auch mal Wasser benötigen sollten, kann das ja nicht schaden. Obwohl wir, glaube ich, auch Wasser mit dem Zug ran. Ich karre hier alles ran einfach. Beziehungsweise Wasser kann ich hier außen überall ziehen. Also brauche ich auch nicht wirklich mit dem Zug ranholen extra. Gut, Kupfersache läuft zumindest. Rohre, ja, halten sich in Grenzen. Die werden ja immer wieder mal abtransportiert. Die sind jetzt hier drüben im Lager. Die müssen jetzt von hier natürlich noch in die Stadt buxiert werden. Zum Eisenwarenladen. Da schicken wir das jetzt auch hin, damit das Ganze uns auch mal Geld einbringt. Stufe 1 Produkte, Rohre, Ziel wählen. Der Staat ist übrigens 316 Felder entfernt. Nein, wir machen kommerziell 26 Felder. Bitteschön, wie viel willst du denn davon haben? Fragen wir mal so rum. 8. Gut, dann liefern mal bis zu, ist ein Maximalwert von 16 und sollte erstmal reichen. Doppelt so viel ist immer gut. 8 will er haben. 8 mal Kupferrohre pro 15 Tage. Ich produziere, glaube ich, gerade mal 2, oder? Ja, 2 pro 15 Tage. Hoho. Und 8 hätte er gerne. Nicht ohne. So, aber wir können auch schon eine Schreinerei aufstellen. Das machen wir jetzt auch schon mal. Muss auf nicht blockierten Feldern gebaut werden, das ist klar. So. Jetzt haben wir eine Schreinerei. Jetzt fehlt uns nur noch Holz. Ich schon mal ein Holz. So, gut. So, wir brauchen Holz. Warte mal, jetzt haben wir wie viel drin? 74. 76. Hier ist Lager voll meldet. Aber er liefert immer noch. Das heißt, es passt immer noch trotzdem was rein. Also pro jeden Slot macht er hier. Gut, aber wir brauchen eine neue Route. Und wir machen jetzt mal hier eine neue Zugroute. Von Industrie Even nach. Ja, hat das Ding schon einen Namen? Nein, Zugterminal 7 ist das gute Stück. So, Lager voll. Ja, interessiert mich gerade nicht. Kriegt man hier einen anderen Namen. Das ist Zug. Hieß doch irgendwas so, war genau. Zug. Industrie. Holz. Einfach nur. So. Dann, die Route haben wir ja schon erstellt. Da werden wir jetzt mal entsprechend Rohstoffe, Holz. So, wie viele machen wir da? 2 Wagen? 3 Wagen? Maximum wäre 4. Ach, wir machen einfach 4. So, ab geht's. Holz nach Industrie. So. Läuft auch. Der ist dann auch auf dem Weg. Da kommt ein dicker Holztransporter angefahren.
Auch wenn die Waggons alle nur wie Kohlewaggons aussehen, aber vielleicht ändert sich das irgendwann ja mal nochmal. Gut, Holzfässer forschen wir gerade. Dauert natürlich noch ein bisschen wieder, bis die wieder fertig sind. So, aber das Holz wird dann von hier ins Lagerhaus 3 gebracht. Industrie, nee. Lager, Industrie, Holz. Voll, 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 ja, ja. So, jetzt wird das Holz natürlich ins Lager gebracht. Und vom Lager wird dann natürlich alles automatisch in die Schreinerei gefahren. Die auch sofort ihre LKWs losschickt, um das abzuholen. Alles manuell, aber Holz können wir aktivieren. Ausgehende Produkte. Ist genehmigt. So, jetzt kann der schon mal Holzbretter wenigstens schon mal herstellen. Dann läuft das wenigstens schon mal an. Und wenn wir die Holzbretter irgendwann haben, dann können wir auch noch Fässer dann irgendwann draus machen. Brauchen wir natürlich jetzt viel Holzindustrie. Wir können die hier auch mal aufstocken, fällt mir gerade mal ein. Können wir ja auch noch weitere Sammler platzieren. So, die laufen da. Setzt die willst du deswegen so weit auseinander, weil es einfach realistischer ist. Als wenn ich die jetzt hier alle direkt nebeneinander setze. Können wir auch noch zu Deko-Zwecken hier noch ein paar Bäume noch pflanzen hier. So, das ist ja schließlich Waldgebiet hier. So. Zwar arbeiten die ja durch nicht schneller, weil es nur eine sinnlose Geldausgabe, aber egal. Gut. Geld stehen wir noch gut da, auf jeden Fall. Forschung läuft auch. Hier drüben werden bereits Bretter produziert, die dann auch am besten schon eingelagert werden im Lagerhaus wieder. Logistik, Industrielager, Holz. So viel wie geht. Rüberschicken bitte. Sind noch nicht fertig offensichtlich. Nee. Brauchen wir ein bisschen. 35 Tage. Und dann können wir natürlich auch die Fässer zum Verkauf bringen. Hier haben wir jetzt ja Rohre drin, die hier fleißig verkauft werden. Zwei gelagert. So, wie groß ist denn die Stadt in der Zwischenzeit geworden? 285.000 Einwohner knapp. Wächst immer noch. Haushaltsgüter liefern wir gerade gar nicht. Eisenwaren immerhin schon mal die Rohre. Es kommen gerade wieder welche rein. Hier können wir die Holzfässer noch liefern. 3 für 15 Tage. Ja. Mal schauen. Mit den Rohren können wir den Stahl irgendwann herstellen. Können wir dann natürlich auch wieder hier Herdplatten bzw. aus Kupferrohr und Stahl dann auch die Heizkörper machen, eins von beiden oder beides, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Kann man denn auch noch tun. Gut, ja, wir sind von der Landwirtschaft jetzt so langsam in Richtung ein bisschen Industrie gegangen hier. Langsam kommen wir ja in Richtung größerer Industrie. Die
die Forschung angeht zumindest. So, nach den Fässern. Ja, ist die Frage, was machen wir nach den Fässern? Ich würde ja gerne auch mal irgendwo anders. Das ist der Punkt, denn man will natürlich möglichst alles liefern und nicht nur die weiterverarbeiteten Produkte, sondern auch weiterhin die Grundprodukte liefern. Weil wir können jetzt hier die Kühe erforschen. Würde ich Rindfleisch, Leder und Milch bekommen, was ich dann verteilen könnte entsprechend. Könnten die Hühner machen. Machen wir die Hühner danach. Können wir Hühnerfarmen aufstellen. Können wir hier irgendwo machen, hier in dem Bereich. Hier so. Können wir dann über den Bahnhof nämlich hier bis nach Grimoldshausen schicken. Weil die nämlich... Nee, Grimoldshausen ist blöd. Der war das hier. Banzenweiler, der nämlich das Hühnerfleisch und die Eier nimmt. Dann nimmt mir gleich beides. Wächst der auch fleißig in der Zwischenzeit ein bisschen. Autosave. So, Grimoldshausen, ja, wächst auch. 130.000 Einwohner, jetzt nicht wahnsinnig schnell, weil es ja nur den Wein von mir gibt. Mehr liefere ich ja hier nicht. Außer Wein. Könnte natürlich auch das Gemüse liefern. Das haben wir ja auch schon freigeschaltet jetzt, ne? Ja. Müssten wir halt anbauen wieder, ne? Feldfruchtfarm müssten wir anbauen. Gemüse. Könnten wir hier auch Gemüse liefern. Wir könnten natürlich, obwohl hier haben wir nur eine Logistiklizenz aktuell, ne? Ja. Dann könnten wir natürlich, sonst würde ich sagen, das könnten wir natürlich hinten auch bauen. Banzenweiler haben wir eh eine Baugenehmigung schon. Eine volle, ständige. Gott, dieser Ort wird immer größer. Komm, wir spendieren der Stadt mal ein bisschen Platz. Und plätten mal hier wieder ein bisschen. Da haben wir ganz viel Geld rausgeschmissen jetzt, um hier Platz zu schaffen. Damit die Stadt besser wachsen kann. Ja, eigentlich ist gar nicht so voll, ne, hier. Er meint, hier ist voll. So voll ist er gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Slots es nur maximal gibt. Kann natürlich auch sein, dass er sagt, okay, es gibt nur 3 Slots maximal. Das ist natürlich ungünstig. So, er hat noch 60 Holz auf Lager. Automatik. So. Bretter haben wir denn schon? Ne? 6 Bretter haben wir jetzt. Hier ist mit den Kupfer und den Rohren immer wieder was am Hute. Ja, es läuft ja. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich könnte jetzt eine weitere Schmelze hinstellen, damit ich dann mehr Kupfer verarbeiten kann. Weil Kupfer haben tue ich genug erstmal auf jeden Fall. Wie gesagt, ich verbrauche jetzt hier 10, warte mal, wie schnell produziert er hier? In 10 Tagen. So, vergleichen wir mal. So, er macht jetzt 5 in 10 Tagen. Und er verbraucht 5 in 15 Tagen. So, in 30 Tagen verbraucht er also 10, währenddessen er schon 15 produziert hat. Das heißt, ich könnte 3 Schmelzen damit versorgen. Das heißt, wenn ich jetzt noch eine zweite Schmelze hier hinstelle... Lager. Ihr dürft euch ja gerne was abholen. So. Ziel ist dann wieder
Das Lagerhaus. Für die Kupferrohre. Genau. So. Kurz immer noch ein paar mehr Kupferrohre. Denn hier haben wir auch schon Kupfer auf Lager liegen. Hier liegen 50. Hier liegen 74. Ja, wir haben viel Kupfer rumliegen schon. Ist aber gut. Sehr gut. So. Ja, gut, okay. Die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Morgen geht es dann weiter. Dann gucken wir uns mal ein bisschen mit dem Holz hier an. Ob wir aus den, naja, wohl die Forschung, weiß nicht, ob die bis dahin schon fertig ist. Ansonsten könnten wir natürlich aus den Brettern schon die ersten Fässer produzieren. Werden wir allerdings wahrscheinlich bis morgen im Laufe des Tages noch nicht fertig kriegen. Von daher, ich verabschiede mich aber erst von euch. Wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag heute und sage ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis morgen. Tschüss.